Hallo und herzlich willkommen zur Bedienungsanleitung von Hochzeit.Management. In diesem Video erfährst du, wie Hochzeit.Management funktioniert, wie viel Zeit sie dir sparen kann und wie man das Ganze auch einstellen kann. Das Video wird in etwa 15 bis 20 Minuten dauern, also nimm dir bitte ganz kurz die Zeit, schau dir das alles an, damit du einfach weißt, wie das funktioniert und wie großartig diese Software ist, wie viele Stunden an Arbeitszeit sie dir sparen kann. Zuerst, im ersten Teil des Videos, erfährst du hier mal den Überblick, wie es ausschaut, wie es funktioniert, und im zweiten Schritt erfährst du dann, wie schnell und einfach Hochzeit.Management für dich eingestellt ist. Du musst nur deinen E-Mail-Postfach, deinen Kalender hinzufügen und fertig. Also, zwei Teile. Der erste ist der Überblick, der zweite ist die Installation. Ganz einfach, wir starten jetzt rein. Wir befinden uns hier auf dem Dashboard, wie wir hier links im Menü sehen können. Und hier auf diesem Dashboard haben wir einfach einen kompletten Überblick über unsere wichtigsten Zahlen und Aufgaben. Wir sehen zum Beispiel hier links oben die Anfragen der letzten 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden. Du siehst hier dann deine offenen Rechnungen. Hier, wie viele Hochzeitsanfragen du für das Jahr 2018 zum Beispiel hast. Oder wie viele Familienanfragen du für 2018. Dann hier siehst du die Buchungen. Für 2018 habe ich jetzt hier auf diesem Testaccount eine Hochzeitsbuchung. Das heißt, da hast du gleich mal die ersten wichtigen Zahlen. Dann siehst du hier deine zwei neuesten Anfragen. Ich habe aktuell zwei neue Anfragen vom Heidinger Josef, der will ein Familienshooting, und von der Holzberger Maria, die will eine Hochzeit am 14.07.2018. Hier sieht man außerdem eben den Text, den sie angegeben haben, plus ob ich da noch verfügbar bin, bereits gebucht bin oder jemand anderer angefragt hat. Hier ist es so, der Termin, der 14.07., ist noch frei. Da steht nichts in meinem Kalender, da hat noch kein anderes Brautpaar angefragt und ich habe auch keinen privaten Termin. Hier am 10.07. habe ich einen privaten Termin, da muss ich jetzt dann schauen, will ich den Termin annehmen oder nicht. Das dann gleich zu einem weiteren Zeitpunkt. Hier in der Mitte sehe ich die vier neuesten E-Mails oder halt alle neuen E-Mail. In meinem Fall sind es vier neue E-Mail. Ich habe neue Anfragen bekommen. Hier gibt es eine Terminbesprechung und so weiter. Hier auf der linken Seite sehe ich die aktuellen To-Dos, die ich habe. Bei der Holzberger Maria muss ich die Preise senden. Da habe ich aktuelle To-Dos. Außerdem sollte ich demnächst nachfragen und den Buchungsantrag senden. Auch das werden wir uns gleich später anschauen. Aber hier siehst du deine aktuellen To-Dos, die du dir angelegt hast, damit du den Kopf frei hast und nicht mehr dran denken musst. Du wirst automatisch von dem Office-Butler erinnert. Hier sehe ich außerdem die nächsten Termine, zum Beispiel eben das Familienshooting oder die Hochzeit von der Marie. Das wird dann alles noch kommen. Special Dates, auch hier siehst du deine Special Dates. Die Marlene und der David Hammer haben am 20.01.2018 geheiratet und am 20.01.2019 haben sie den ersten Hochzeitstag. Das ist sozusagen das nächste Special Date. Und hier haben wir dann noch die Statusübersicht. Da siehst du, welcher Kontakt gerade in welchem Status ist. Die zwei haben angefragt, die hätten da beantwortet. Die sind in einer Besprechung, im Buchungsprozess, gebucht und in der Nachbearbeitung. Auch das werden wir uns gleich alles noch im Video genau anschauen. Das ist mal das Dashboard, wo du sofort den besten Überblick hast. Hier oben haben wir so eine Glocke, das ist die Benachrichtigung. Und hier wirst du eben für alles, was du machen musst, benachrichtigt. Du hast vier neue Anfragen, du hast einen Besprechungstermin, du hast neue To-Dos zu erledigen, du hast eine neue E-Mail und. Hier bekommst du alle Notifications, alle Benachrichtigungen und kannst auch direkt hinspringen. Wir schauen uns jetzt den Kontakt Marlene Hammer an. Die hat bereits geheiratet, aber da ist einfach schon alles ausgefüllt und da möchte ich dir jetzt einfach mal die Detailansicht des Kontaktes zeigen. Und hier sehen wir jetzt alle wichtigen Infos, alle wichtigen To-Dos, Termine, Aufträge und so weiter. Hier oben sehen wir mal die Dateien, also die Namen, zum Beispiel Marlene Hammer, Hammer David, die E-Mail-Adressen, die Telefonnummer und so weiter.
Und hier weiter unten könnten wir dann noch mehr Sachen sehen. Zum Beispiel die Adresse, den gemeinsamen Nachname, die Webseite, falls sie eine haben. Wovon kennen wir uns durch Facebook, Hochzeitstag, Geburtstag, falls eine Hochzeitsplanerin da wäre und so weiter. Also hier haben wir mal alle wichtigen Infos auf einen Blick. Hier haben wir außerdem die To-Do-Liste. Wir haben hier verschiedene To-Dos angelegt, zum Beispiel die Preise müssen wir senden, den Buchungsantrag, die Rechnung, die Fotos, wir wollen für eine Bewertung nachfragen und so weiter. Hier könnten wir uns noch weitere Termine hinzufügen, zum Beispiel einen Besprechungstermin bei mir im Studio oder wenn Standesamt an einem anderen Tag ist, was auch immer. Aber das ist mal so die erste Übersicht von diesem Kontakt. Dieser Kontakt hat am 20. Jänner geheiratet und der ist jetzt eigentlich fertig. Wir könnten diesen Kontakt jetzt eigentlich archivieren. Lass uns mal die Holzberger Marie anfragen. Die hat bereits eine Anfrage gestellt und da können wir jetzt gleich mal die Preise rausschicken. Ja, wir sind jetzt bei einem neuen Kontakt. Die Maria hat eben angefragt, ob wir am 14. Juli für ein Hochzeitsvideo für sie verfügbar sind. Und hier auf der rechten Seite sehen wir die Anfrage, die das Brautpaar über das Kontaktformular gesendet hat. Hallo Andreas, wir heiraten am 14. Juli und wollen dich als Videograf dabei haben. Mit welchem Preis müssen wir rechnen? Also das ist der Text des Brautpaares. Hier oben sehen wir dann sofort, dass wir zum Glück noch verfügbar sind. Wir können die Hochzeit annehmen, denn wir haben hier keinen privaten Termin, kein anderes Brautpaar hat angefragt oder gebucht. Das würde man hier alles sehen. Und wie das genau ausschaut, das zeige ich dir jetzt. Jetzt siehst du, der Herr Schwarzelmüller Andreas hat ebenfalls für das gleiche Datum, 14. Juli 2018, angefragt. Das heißt, jetzt musst du entscheiden, welches der Brautpaare bekommt den Auftrag, außer du kannst mehrere Hochzeiten gleichzeitig machen, weil du ein Team hast, dann ist es auch gut. Aber hier siehst du gleich, hey, jemand anderer hat angefragt. So, und jetzt gibt's noch einen Status. Und jetzt siehst du, hey, du kannst die Hochzeit nicht annehmen, denn der Schwarzelmüller Andreas hat hier für das gleiche Datum, den 14. Juli 2018, bereits gebucht. Das heißt, ich bin bereits auf dieser Hochzeit. Ja, das würde man hier auch sehen. Und wenn du jetzt noch einen privaten Termin hast, dann schaut das so aus. Dann kommt außerdem da so ein Hinweis, Termin, du hast einen privaten Termin, in dem Fall Zahnarzt. Das ist natürlich nur ein Beispiel, weil welcher Zahnarzt hat am Samstag offen. Aber du siehst sofort hier, bist du noch verfügbar, hast du einen privaten Termin, hat ein anderes Brautpaar angefragt oder auch bereits gebucht. Und wir haben hier jetzt eine To-Do, zum Beispiel Preise senden und das machen wir jetzt einfach. Wir schicken ihr jetzt einfach mal die Preise. Und da gehen wir auf das Postfach, wählen hier eine neue E-Mail, wählen hier eine Vorlage, noch verfügbar. Der Betreff wird automatisch eingefügt, die Namen des Brautpaares wird automatisch eingefügt, auch der Termin wird automatisch eingefügt. Das sind sogenannte Platzhalter, die wir vorher definiert haben. Der ganze Text ist drinnen, auch die Signatur. Wir könnten da jetzt noch einen Anhang hinzufügen, zum Beispiel die Preisliste. Bei mir ist es einfach so als Link im Text drinnen und dann kann ich einfach dieses E-Mail rausschicken. E-Mail wurde versendet. Und jetzt kann ich dann zurückgehen und sagen, okay, ich habe die Preise gesendet, ich habe das abgehakt, dieses To-Do ist erledigt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich ändere den Status auf beantwortet. Ich habe diesen Kontakt beantwortet, also muss ich aktuell nichts mehr machen. Und vielleicht hast du es gerade gemerkt, hier links unten hat sich jetzt das To-Do verändert. Das Fälligkeitsdatum hat sich verändert. Nämlich, wir werden automatisch in 14 Tagen erinnert, dass wir hier nochmal nachfragen müssen. Sollte sich das Brautpaar eben nicht gemeldet haben, werden wir über die Notifications hier rechts oben erinnert, dass wir da mal nachfragen sollten. Warum werden wir da erinnert? Weil ich das persönlich so eingestellt habe. Das kannst du dir auch ändern, einstellen, so wie du es möchtest. Aber wir haben hier verschiedene Stati.
den Start die angefragt, beantwortet, Besprechung, Buchungsprozess, gebucht, nachbearbeitet, beendet und storniert. Und das hilft uns einfach, einen perfekten Überblick zu haben, welches Brautpaar befindet sich gerade in welchem Status. Ja, vielleicht gibt es Brautpaare, die buchen wollen, die haben gesagt, sie wollen buchen, aber sie haben den Buchungsantrag noch nicht ausgefüllt. Na, dann wären sie zum Beispiel im Status Buchungsprozess und ich würde dann sofort sehen, okay, ich muss da vielleicht noch etwas machen. Wir können uns das über die Statusübersicht oder über das Dashboard anschauen und hier würdest du dann sofort sehen, welches Brautpaar befindet sich in welchem Status. Heidinger Josef hat angefragt, da haben wir noch nichts beantwortet, das heißt, da sollten wir noch reagieren. Bei der Maria Holzberger, da haben wir gerade die Anfrage beantwortet, wir haben gerade eine E-Mail rausgeschickt, da müssen wir jetzt auf Rückantwort warten. Und die Marlene Hammer, die ist in der Nachbearbeitung. Da war die Hochzeit bereits, aber wir haben noch nicht die Bilder geschickt, wir haben noch nicht für eine Bewertung nachgefragt und so weiter. Im Status gebucht ist aktuell gerade keiner, im Buchungsprozess und Besprechung ebenfalls nicht. Also das hilft dir einfach, den perfekten Überblick zu bekommen und zu haben. Über den Kalender siehst du dann auch noch deine privaten Termine und auch deine Termine von Hochzeit.Management. Da kannst du dir deine Termine einfach hinterlegen. Du siehst, okay, hier haben wir ein Familienshooting, hier haben wir eine Hochzeit und wenn ich jetzt auch noch die privaten Kalender hinzufügen würde, dann siehst du, okay, hier ist der Release, hier ist Hotel, hier ist ein Lounge, Blutspenden, Simon trainieren. Das sind so meine privaten Termine, die ich da einfach eingefügt habe. Aber hier hättest du dann auch einen perfekten Überblick von deinen Terminen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kommen denn überhaupt diese Anfragen in das System rein? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder legst du dir hier einfach einen neuen Account an oder du verwendest das Kontaktformular von Hochzeit.Management und fügst dieses Kontaktformular auf deine Webseite hinzu. Ich habe das jetzt hier einfach mal gemacht und ein neues Brautpaar könnte hier jetzt eben dieses Kontaktformular ausfüllen. Ich mache das jetzt mal und klicke dann auf den Button Anfrage senden. Und dann wird diese Anfrage automatisch in Hochzeit.Management integriert. Du siehst schon, die Glocke läutet hier oben. Das heißt, wir haben da eine neue Notification und auch hier siehst du eben diese neue Anfrage. Ja, wenn wir jetzt hier mal drauf drücken, hey, du hast 5 neue Anfragen, bitte beantworte da was. Beziehungsweise auch hier würdest du sehen, hey, die Sandra Gemeier hat gerade für einen Termin angefragt. Das heißt, du kannst das Kontaktformular ganz einfach in deine Webseite integrieren und dann hast du hier alle Anfragen automatisch erinnern, ohne Rechtschreibfehler. Du siehst sofort, ob der Termin noch verfügbar ist oder bereits angefragt, bereits gebucht und so weiter. Das war jetzt mal so der erste Quick Overview von Hochzeit.Management. Die Software kann noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, wie einfach es ist, Hochzeit.Management zu installieren und für dich fertig zu machen, ready zu machen. Bist du bereit? Schauen wir uns das mal an. Jetzt befinden wir uns in den Einstellungen. Wir klicken jetzt mal auf das E-Mail-Postfach und da kannst du dir deine E-Mail-Adresse, dein E-Mail-Postfach hinzufügen. Du wählst entweder Gmail, Gmx, Outlook, iCloud oder eben so wie ich habe einen eigenen Webserver, dein eigenes Profil, gibst deinen Benutzername ein, Passwort, deinen IMAP und SMTP-Port. Da gibt es hier auch eine richtig gute Anleitung, wo du alles einfach siehst, wie das funktioniert, welche Ports du auswählen musst. Kannst dann die Einstellungen hier testen, ob es funktioniert. Yes, es war erfolgreich. Und kannst das Ganze speichern und dann hast du das E-Mail-Postfach schon integriert und kannst darüber E-Mails verschicken und E-Mails bekommen. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, dann sind wir hier beim Kontaktformular. Und du kannst dir mehrere Kontaktformulare erstellen und so definieren, wie du sie haben möchtest. Du klickst hier einfach auf das Feld hinzufügen und sagst, okay, du möchtest eigentlich auch gerne noch die Location abfragen. Ja, dann kommt hier noch die Location hinzu. Oder du sagst, nee, das Hochzeitsdatum willst du gar nicht abfragen, weil es ist kein Hochzeitsdatum, sondern es ist vielleicht ein Familienshooting und das ist nicht so wichtig, wann das ist und so weiter.
oder du sagst, hey, du möchtest da auch noch ein Capture dabei haben, dass das Ganze einfach auch sicherheitsmäßiger ist, ja, dass du nicht 100.000 Spam-Anfragen hier drüber bekommst. Dann kannst du auch noch verschiedene Farbschemas wählen, wie das Ganze ausschauen soll. Und du kannst hier auch noch eine Danke-Seite anlegen. Wenn jemand das Kontaktformular abschickt, wird er automatisch auf die Danke-Seite geleitet, wenn du das möchtest. Und dann bekommst du hier eben einen Code und diesen Code fügst du einfach in deine Webseite ein, so wie ich das zum Beispiel hier gemacht habe, und dann ist dieses Kontaktformular in deiner Webseite hier drinnen und die Leute können darüber Anfragen schicken. Das war der zweite Schritt und der dritte Schritt, den du noch machen kannst, ist natürlich hier den Kalender hinzufügen, dass du sagst, du fügst deinen privaten oder beruflichen Kalender hinzu, sodass du einfach da auch wirklich weißt, ist der Termin noch verfügbar oder nicht. Und dann kannst du natürlich noch Vorlagen hinzufügen. Du kannst dir E-Mail-Vorlagen hinzufügen oder To-Do-Vorlagen hinzufügen. Bei der E-Mail-Vorlage zum Beispiel ist es so, ja, ich habe hier einen Text geschrieben und hier ist zum Beispiel ein Platzhalter drinnen, den kann man hier auswählen. Ich sage zum Beispiel Zweitkontakt-Vorname, hallo Bernd würde da dann zum Beispiel stehen oder hallo Martin, wie eben der Vorname des zweiten Kontaktes ist. Dann ist hier zum Beispiel das Auftragsdatum drinnen, das kann ich einmal definieren und es wird dann automatisch eingefügt und du brauchst das nicht mehr hinzufügen. Du könntest dann hier auch einen Anhang hinzufügen, dass hier zum Beispiel automatisch die Preisliste dabei wäre. Und vorhin hatten wir auch die To-Dos. Du kannst dir hier einmal deine To-Dos definieren und auch Abhängigkeiten definieren, damit du eben hier ein Fälligkeitsdatum bekommst. Du könntest zum Beispiel sagen, okay, du möchtest 14 Tage nach der Anfrage, nachdem du die Anfrage beantwortet hast, erinnert werden, dass du danach fragen musst. Ja? Also sagst du 14 Tage nach dem Status beantwortet. Sobald du den Kontakt in den Status beantwortet gemacht hast, wirst du 14 Tage später daran erinnert, dass du danach fragen musst. Das heißt, du definierst dir einmal deinen Ablauf, deine To-Do, das, was du alles machen möchtest und musst und wirst dann automatisch daran erinnert. Da kannst du dir natürlich mehrere Vorlagen, mehrere To-Dos, mehrere E-Mail-Vorlagen und so weiter anlegen. Aber das waren die ganzen Einstellungen. Einmal das E-Mail-Postfach hinzufügen, einmal das Kontaktformular, vielleicht deine privaten oder beruflichen Kalender hinzufügen, die Vorlagen erstellen, fertig. Hier bei den Grundeinstellungen kannst du dann auch noch verschiedene Auftragstypen hinzufügen, dass du sagst, okay, du hast keine Hochzeiten, aber du hast Neugeborenen-Shootings, Familien-Shootings, Produktfotografie, was auch immer. Und hier auf der linken Seite könntest du dir dann noch deine Benachrichtigungen einstellen, zu welchen möchtest du per E-Mail erinnert werden, zu welchen nicht und. Das war jetzt mal so der erste grobe Einblick und die Installation von Hochzeit.Management. Es gibt da noch ganz, ganz viel zu erklären. Es gibt da ganz, ganz viele weitere Funktionen und Möglichkeiten, die dir sehr, sehr viel Zeit sparen können. Wenn dich das interessiert, schau gerne auf YouTube vorbei, auf Hochzeit.Management. Dort wird jede einzelne Funktion erklärt. Dort bekommst du alle Infos. Und ich würde sagen, teste einfach die Software für dich, stell dir das alles mal ein und versuche herauszufinden, ob das für dich passt und wie viel Zeit du dir da wirklich sparen kannst. Ich sage danke, dass du dir das mal angeschaut hast, danke, dass du da dabei warst. Ich hoffe, du hast jetzt einen guten Einblick über Hochzeit.Management und wirst das sofort testen, denn ich finde das echt großartig, unsere Kunden finden das großartig, wie viel Zeit man da auch wirklich sparen kann. Ich sage herzlichen Dank, bis bald, wir sehen uns gleich wieder in Hochzeit.Management.